Und da sind wir wieder, weiter geht's bei Minecraft. Gleich da, wo wir letztes aufgehört haben, man sieht das neue Chat. Ich habe das Tier 4 Upgrade gecheatet. Haben wir in der letzten Folge ausgemacht oder ich einfach beschlossen, ob es ausgemacht war, ist eine andere Frage. Ich habe es einfach gesagt, dass ich es mache. Und zwar, haha, ja, jetzt wird's. Interessant, zwar hier muss das hin. Bla 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 bla. Den habe ich schon gebaut, das müsste der sein. Genau. Und hier sieht man schon, der braucht 11.000 RF. Das bekommt er ja nicht mal, weil wir kommen auf maximal 8.000. Das müssen wir testen, sonst müssen wir da den Reaktor noch vielleicht ein bisschen ausbauen weiter. Man kann ja noch ein bisschen größer, geht er ja noch. Ja, werden wir schon sehen. Sonst bauen wir theoretisch hier ein, zwei. Das wäre auch noch was. Hier ein und hier in der Mitte die ganze Maschine noch. So ein Halbkreis. Also hier ein Reaktor und da dann gleich nochmal. Und hier die Erzverarbeitung. Hier baue ich die Erzverarbeitung hin. Hier ist dann mein Weg. Aber wenn juckt, der Miner, lass mich kurz überlegen, der kann eigentlich weg. Der müsste jetzt eh noch eingestellt sein, wenn es mich nicht täuscht. Ja, die Kiste muss jetzt auch weg. Kann man davor Force-Wrench einfach Shift-Rechts-Klick und dann hat man sie. Kann man auch solche Kisten mitnehmen, so wie mit den... wie nennt sie denn der? Dolly. So. Dann machen wir hier die Erzeverarbeitung hin. Ein anderer wird sich denken, was Erzeverarbeitung, spinnst du? Ja. Im Highspeed Erzeverarbeitung machen. Nur kurz überlegen. Ich brauche noch Extrakt. Wartet mal, einen Extraktor habe ich aber gecraftet. Der ist auch an mir. Eigentlich bin ich jetzt doof. Den Extraktor habe ich gekauft, aber ich glaube, das habe ich. Das und das habe ich. Ja, doch, das habe ich. Ja, das habe ich schon gekauft. Extraktor und diesen Bieröl habe ich. Wartet mal. Wenn drüben keiner mehr in der Kiste liegt, dann ist das der. Das habe ich schon vorbereitet. Kurz mal gucken, hier nicht. Ja, Para. Hier müsste nochmal drin gewesen sein, glaube ich. Pebel. Ja, scheint, ich habe nur. Genau, ich habe. Ah, Trottel, passt schon. Der Extraktor, das kann ich abbauen. Auch das Gear. Weil, ich kann euch sagen, warum ich das gebaut hatte. Dafür eigentlich. Ja, passt schon, das kann man abbauen. Das gehört mir. Das Einzige, was ich nicht mir gehört, ist diese Engine hier. Die drüben steht. Da kann ich euch auch sagen, warum, weil ich die habe ich gecheatet wegen den Upgrades. So. Ich brauche einfach mit der Dolle ab, dann verschwindet sie sowieso. Warum auch immer. Und den Kack kann ich abbauen, den kann ich mir behalten. Denn ja, diesen Bedrock werde ich mit der Eisenhacke nicht abbauen können. Das heißt, ich brauche eine Dia-Spitzhacke Minimum. Weil mit dem Drill kann ich das nicht abbauen. Die Diamant-Dora, ja. So, so, so. Und Stickes. So. Was schon, das gehört ja mir. Das habe ich ja gecraftet. Ich dachte mir, ich habe ja solche. Ich habe ja zwei gecraftet. Einmal das hier war der. Vierer, das war genau, und einmal habe ich ja noch als das hier, das war nur die Hälfte, genau, da war nur die Hälfte, passt schon, ja, ja, weil da wollte ich auch ein Vierer und dann habe ich nachgerechnet, dann war es doch kein Vierer. So, du und dich brauche ich. Da ist noch Eisen drin, das was ich getestet habe, und noch anderes Zeug, was ich nicht brauche, habe ich in Inventar.
Ich weiß, ich laufe hin und her, weil ich doof bin, aber ja, ich bin es halt mal. Kann ich ja nichts daran ändern. Das brauche ich nicht mehr, das nicht, Eisen, das nicht. Und was es damit auf sich hat, weil ich gesagt habe, wir bauen uns eine Schmelze, werdet ihr dann sehen. Ihr werdet staunen. Aber wir bauen uns eine Highspeed-Schmelze. Wirklich. Wenn ich sage Highspeed, dann meine ich auch Highspeed. Sofern das wirklich. Sofern ich das nochmal zusammenbekomme, so wie es war. Dich brauche ich auch nicht mehr. Du störst dann nur. Zack. Jetzt muss ich nochmal überlegen. Da muss man genau überlegen, leider. Leute, das ist gar nicht so einfach. Die Energie soll hier rüber, ja. Das heißt so. Einmal drehen bei Rot ist Output. Hier ist der Input. Dann brauche ich dann noch später Kabel. Dann das, ja. Dann kommt hier die 4 zu 1. Das kann man noch erhöhen auf 16-fach oder so. Das weiß ich gar nicht. Ne, Bedrock brauche ich nicht schmieren. Kommt hier der Bebel ran. Der rote Output muss nach oben. Blau. Genau. Hier oben den Extraktor drauf. Mal kurz gucken. Ja, da habe ich genügend Platz hier noch an der Mauer reinzuziehen, damit die ein bisschen Abstand hat. Dann, wie war das jetzt? Hahaha. Universal Kabel brauche ich zuerst noch. Dann brauche ich noch Wasser. Das habe ich jetzt ganz vergessen. Ich brauche Wasser auch noch. Bei diesem Universal Kabel habe ich hier. Wenn das nicht gerade stocken würde. Sechs Ultimate gebaut, die können 32 Kilojoule, also 32.000 Joule übertragen. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich viel ist oder nicht. So und so. Ja, ist er verbunden. Der verbraucht, ich hoffe, noch nichts. Ich hoffe mal, dass man ihn einschalten muss. Ich weiß es jetzt gar nicht. Oh, nee, der dreht sich standardmäßig. Was wiederum heißt, kein Problem, Leute, kein Problem. Wir organisieren uns hier nochmal so ein Controller. Wie heißt der nochmal? Engine Controller. Zack, ist nicht schwer, passt. Gene Controller, da ist er. Mal gucken, was wir haben. Ja, das war wohl eine SMS. Muss ich mal kurz antworten. Sorry, aber das muss sein. Da müsst ihr auch jetzt durch. Ich werde es dafür nur wegen euch leise schalten. Lautlos. Aber antworten muss ich, ist wichtig. Circuit haben wir dann auf dem Handy. Zwei Circuit Board brauchen wir. HSLA Stahl. Redstone brauchen wir. Und Gold war das, glaube ich. So, und den dann. Genau. Zack. Komm, scheiß drauf, bauen wir uns gleich zwei. Die braucht man eh immer wieder. So, haben wir. Dann können wir die unten ranbauen. So, aufpassen, dass wir das deaktiviert haben. Das müsste normal klappen. Oder auch nicht. Also die Engines kann man anscheinend nicht abschalten. Das heißt, wir müssen das Kabel einfach die Stromzufuhr trennen. Trottel passt schon. Ah, ich weiß, ihr habt es schon früher gewusst. Ich bin einfach doof. Entschuldigung. Ich dachte mir noch, das geht ja irgendwie mit Redstone Wire oder was. Ja, unten. Nur wenn Redstone on ist, mach du was da. Mal gucken.
Dann zack. Sind das jetzt Switchkabel oder was? Kack die Wand an. Bin ich jetzt doof? Hab ich jetzt alles Switchkabel gebaut oder was? Oh, macht mir nicht K.O. hier. Die sollten mir noch, warum die Schweine so teuer sind. Egal. Jetzt können wir den mal hochdrehen. Das ist das Maximum, was wir rausholen. Zack. Input. Output ist verkehrt, das heißt drehen. So. Dann haben wir hier. Ja, Speed haben wir, Torque haben wir, Power haben wir zu wenig. Das heißt, wir machen dann Upgrade 1 rein, Upgrade 2. Hallo? Oder muss man das erst ganz hochdrehen? Hallo, warum geht das hier 2 nicht rein? Hallo? 1, 2. Aha. Ist doch dasselbe. Weiß ich noch. Das geht anscheinend nicht. Jetzt wollen wir mal testen, ob das andere geht. Ich nehme einfach mal das und das. Aha, das ist ein anderes. Ah, das geht. Okay, dann werfen wir die zwei weg. Das ist irgendwas mit dem Craften dann. Oh, das ist ja. Achso, das ist Shapelet Crafting und das ist die zwei. Oh, Schildblink wirft. Okay. Egal, jetzt haben wir 2. 3. 4. 5. Da brauchen wir leider alle 5. Jetzt gucken, wir haben jetzt ja, alles voll bis auf Speed. Das heißt, wir machen hier mal Shift-Rest-Klick, dann läuft es schneller. Dann haben wir Speed auch relativ gut. Dann machen wir hier mal ein bisschen mehr. Ah, fast. Jetzt haben wir voll. Haben wir 2048 Rad und wir brauchen 5000 11000, ne, 11000 ist schon fast zu viel. 5000, wenn wir jetzt ein Erz reinwerfen oder sagen wir, wir schmeißen mal 10 rein, ne, schmeißen wir noch nicht, wir brauchen noch Wasser. Das habe ich mir eben hier so vorgestellt. Ob das jetzt wirklich so klappen wird, ist fraglich. Egal. Wir müssen hier Wasser reinbekommen. Water Reservoir. Das hier will ich haben. Ein Eimer mit Wasser. Kann ich das aus der Pipe hier rausholen? Nee. So, mal kurz so. Leeren. Eigentlich habe ich hier nie eine Wasserquelle, ist mir gerade aufgefallen. Ah, hier kann ich sie auch nicht rausnehmen. Weil da nur Eis ist. Aber okay. Soll so sein mit den. Wasser. Ich brauche da sowieso noch 2 Wasser. Das heißt, wir gehen den Tank dann auch noch auffüllen. Aber dann haben wir das schon mal gecraftet, so. Wir brauchen Fluid Duct Pipes noch 3 Stück. Müsste es ja ausgehen. Legen wir schnell noch ins Bett. Zack. Und dann. Ich weiß nicht, ob das geht. Habe ich hier irgendwo unten. Würde mich interessieren, ob das geht. Er connected. Aber er befüllt sich nicht. Mhm, okay. Aber wie, was gehen müsste ist. Auch nicht. Und dann mal nach unten nehmen. Oh, da geht es ziemlich weit nach unten. Ich muss dann nur testen, ob das vielleicht so klappt.
ob der direkt rauspumpt oder nicht. Auch nicht. Aha. Das heißt, man braucht immer eine Pipe hier zwischen. Irgendwie will der mich verarschen, oder was? Jetzt geht's. Jetzt geht's. So, so. Und den Schalter brauche ich auch wieder. Zack. Naja, ist halt auch egal. Soll er mich verarschen? Jetzt wollen wir das noch schnell hier hinbiegen, dass wir das haben. Damit ich euch das noch in dieser Folge zeigen kann, damit es ein bisschen länger die Folge. Sollte ja auch kein Thema sein, so. Das heißt, hier, hier und hier. Hier soll der Tank rein, da. So. Und zweimal Wasser brauche ich. Einmal hier, einmal hier. Genau. Und schon ist er an. Und dann so. Und so. Da füllt sich der auch mit Wasser. No water, okay, weil. So. Jetzt aber. Genau, jetzt füllt er sich. Und jetzt, Leute, wenn wir jetzt 10 Eisen reinhauen, zack. Geht das relativ schnell. Wenn wir hier mal Gas geben, seht ihr, geht das ziemlich schnell. Man sieht hier, da haben wir schon 3. Also um einiges schneller als wie früher drüben. Und das kann man noch ein bisschen steigern. Ich weiß gar nicht, ob hier noch mehr geht. Nee. Aber indem man hier unten eine andere Gearbox reintut, nicht die 4er, sondern zum Beispiel die 8er, dann geht das noch, geht sogar viel schneller. Aber ich glaube, das ist ja auch schon schnell, oder? Was meint ihr so dazu? Ah, jetzt ist er aufgehangen, nee. Weil hier haben wir 4er, da kann man noch die 8er reintun, aber dann braucht man hier 11.000. Das haben wir hier natürlich nicht. Hier leert sich. 5.000, wir kommen bis zu 8.000, kommen wir rauf. 11.000 schaffen wir nicht. Aber ihr seht, das geht schon um einiges schneller. Hier können wir dann eine andere Gearbox reintun, dann schaffen wir noch mehr. Dann müsste man testen. 4er, was haben wir denn hier für eine? 2er, nee, 2er ist schlecht. Wir brauchen eine höhere. So, der ist hier eigentlich schon fertig. Kann man den ausschalten? Der hat wieder abgekühlt. Aber hier haben wir schon ziemlich viel und das alles mit dem Big Reaktor hier. 5000. Das heißt, wir schalten hier wieder eins runter, dann passt das perfekt. Der geht ja mäßig schnell, also schon um einige schneller als der andere. Und kostet uns eigentlich nichts außer dieses Jelorium bzw. Wie heißt das andere? Uran. So, was kann man aus dem wieder machen? Blöcke für Turbinenhousing. Zuerst weiter verarbeiten. Kann man das machen, denn das können wir wieder vermehren. Ah, okay, also theoretisch verloren. Bei Turbinenhousing werde ich keins bauen. Ich bin mit den Reaktor mehr sehr zufrieden hier. So, jetzt steigert das wieder, passt. Der ist fast fertig hier. Und das will ich dann jetzt noch weiter und hier in den Ofen rein. Da kann der das schnell durchschmelzen. Dann haben wir hier unsere Highspeed-Schmelze. Jetzt hoffe ich nur, dass das. Ja, hier, so, nee, das geht nicht, da, so, da, hier, passt, das werde ich dann vorbereiten, das machen wir dann nächste Folge. Ihr seht, man kann hier mit Rotorikraft relativ schnell was machen, aber warten wir noch den ab, dann sehen wir, wie viel wir aus 10 Eisen bekommen haben. Aus 10 Eisen haben wir 35, also, 3,5, nee, 30. Ja, okay, pusht, egal, aber aus 10 Erz haben wir 35 gemacht. Das ist schon, ja, guter Schnitt, würde ich mal sagen. Ich werde das jetzt mal mit 64 nochmal testen. Zack. Hier nochmal hochdrehen. Mit das, da seht ihr natürlich, bei Speed geht hier natürlich was ab, die Post, ne? Weil jetzt nochmal ein bisschen Speed draufhauen, dann geht es noch besser. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Macht's gut. Schaut wieder vorbei. Schreibt einen Kommentar. Und liken nicht vergessen. Ciao.